Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem vierten BookTube-Geheimtipps-Video. Ja, bei all diesen negativen Flow, den es aktuell ja, bei BookTube gibt, finde ich es umso wichtiger, dass man ein wenig Share the Love betreibt. Und ja, das heute auf meinem Kanal schon zum vierten Mal. Ich habe ein paar tolle BookTuber herausgesucht, für mich tolle BookTuber, die meiner Meinung nach viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben, die vielleicht auch noch nicht so lange dabei sind und ich aber schon einen tollen Austausch hatte, tolle Videos gesehen habe. Und es wird auch jetzt erstmal das letzte Video dieser Art sein, denn meine BookTube-Geheimtipps-Liste ist dann somit abgearbeitet, in Anführungszeichen. Geplant waren eigentlich mal nur zwei Videos. Ich hatte so 10, 11 BookTuber auf dieser Liste und es sind zwischenzeitlich immer mal neue dazugekommen, mit denen sich dann einfach der Austausch positiv verändert hat oder die einfach komplett neu in unsere Community gekommen sind. Und ich werde euch heute vorerst erstmal die nächsten 6 sozusagen zeigen, sonst waren es ja auch immer 5. Aber ich wollte jetzt die 6 BookTuber nicht aufteilen und auch nicht auf Biegen und Brechen irgendwie noch ein Video dann daraus vielleicht machen, indem ich auf die intensivste Suche gehe. Es kann natürlich sein, dass sich in 1-2 Monaten einfach wieder 5 tolle BookTuber finden, wo ich der Meinung bin, das sind Geheimtipps. Dann kommt natürlich auch wieder ein Video, aber geplant ist es jetzt erstmal nicht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dann vielleicht auch mal allgemein ein paar BookTuber, also neben dem BookTuber, euch ein paar YouTuber vorzustellen, die ich so gucke und was eben so gar nichts vielleicht mit Büchern zu tun haben. Also wenn euch das mal interessiert, dann natürlich gerne eine Info in die Kommentare oder einen Daumen hoch. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mal. Wir haben ja heute 6 Leute hier und ich freue mich wirklich, dass alle 6 dabei sind und ich sie euch vorstellen kann. Beginnen möchte ich mit der lieben Susan vom Kanal Waldschrat liest. Sie war selbst eine BookTube-Empfehlung an mich. Ich glaube damals von Thorsten und ich habe dann ihre Videos gesuchtet und geliebt. Und wir hatten ja dann auch unsere New Adult Challenge, der sie sich angeschlossen hat. Und spätestens seitdem hat sie einen Platz in meinem Herzen bekommen. Denn wir hatten unglaublich ähnliche Gedanken. Wir haben uns wunderbar über diese Genre aufregen können, über die Protagonistin ärgern können, über manche Szenen haben wir augenrollend berichtet. Und dann kommt auch noch dazu, dass wir innerhalb von 2 Tagen Geburtstag haben und ich finde, Steinböcke müssen einfach zusammenhalten. Und ich mag ihren Kanal unglaublich gern und ich finde auch ihre Weekly Reading Vlogs unglaublich spannend. Sie packt da so viel Liebe in die Bücher und in die Beschreibungen rein und auch sonst ist sie einfach eine lustige Granate, die ich unbedingt im neuen Jahr spätestens dann auch mal live sehen möchte. Und jetzt stellt sie sich natürlich einfach mal selbst vor. Viel Spaß dabei. Hi, ich bin die Susan vom Waldschrat liest. Ich schreibe hier seit März 2016 mein Unwesen auf YouTube und ich bereue es nicht. Ich liebe Bücher. Ich kann stundenlang über Bücher reden, was sicherlich erklärt, warum meine Videos manchmal etwas länger sind. Ich lese alles Mögliche. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe ein bevorzugtes Genre. Man sieht das, denke ich mal, auch hier hinten ein bisschen. Ich habe Kinderbücher. Ich habe... Ne, die Kinderbücher stehen dort. Gut, ich habe Krimis, Thriller, Jugendbücher, Dystopien. Ich lese auch Klassiker, wobei Klassiker schon ein eigenartiges Genre ist, weil dort hat man ja auch Abenteuerbücher, Horror, Liebesgeschichten, Jane Austen und so, ne, ist ja klar. Ich lese alles Mögliche. Außerdem bin ich Vollzeitlehrerin und was mein Lesen und YouTuben manchmal etwas einschränkt, weil ich kann meinen Job irgendwie nicht immer davon überzeugen, sich nach meinem Leseplan zu richten. Stört aber nicht. Wenn ihr all das sehen möchtet, mein Chaos, dann schaut einfach vorbei. Es gibt bei mir diese klassischen, relativ gut strukturierten Videos wie die Monatsrückblicke, die Rezensionen, die Neuzugänge und ich habe sozusagen so ein wöchentliches Quatschvideo, mein Vlog. Da erzähle ich immer samstags, was ich die ganze Woche über gelesen habe und so ein bisschen aus meinem Lehreralltag und
Das sind, glaube ich, immer so ein bisschen meine coachesten Videos. Ja, wenn euch das Spaß macht, schaut vorbei. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den anderen vorgestellten Booktubern. Und ich finde es total geil, dass die Steffi das macht. Und ich freue mich, dass ich jetzt im Dezember dabei sein kann. Ansonsten bis dahin. Tschüss! Und weiter geht es dann mit der lieben Caro vom Kanal Camaro Reads. Und ja, hier habe ich eine Booktuberin gefunden, die mich tatsächlich mit ihrer doch etwas ruhigen, entspannten Art immer wieder herunterholt. Ich liebe ihre Videos, wenn ich mir sie zum Feierabend ansehen kann. Und auch ihr Geschmack ist meinem doch recht ähnlich, was ja so manche, ich glaube, Buchlieblinge angeht. Und natürlich gibt es auch Bücher, wo ich ihr einfach nur beim Schwärmen zuhöre und genau weiß, es ist nicht für mich. Aber ich finde, gerade das zeichnet für mich eben einen Booktuber aus, den ich gerne gucke, wenn er mich eben auch mit Büchern fesseln kann, wenn er darüber berichtet, die ich eigentlich sonst nicht so mag. Und ja, das schafft Caro auf jeden Fall immer wieder. Und sie hatte ja jetzt ein bisschen eine ruhigere Zeit auf ihrem Kanal, einfach durch ihren Umzug. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt bald wieder in den Genuss vieler toller Videos kommen. Und natürlich darf sich Caro auch an dieser Stelle selbst vorstellen. Ich bin Caro vom Kanal Camaro Reads. Vielen Dank, liebe Steffi, dass ich mich hier vorstellen darf, und ja, ich freue mich wirklich darüber. Mein Kanal gibt es noch gar nicht so lange, deswegen gibt es auch noch nicht so viele Videos, aber das wird sich hoffentlich in Zukunft bald ändern. Mein Bücherregal ist normalerweise nicht so leer, wie ihr gerade im Hintergrund seht. Ich ziehe nur gerade um, deswegen ja, ist mein Regal schon relativ leer, nur dass ihr euch nicht wundert. Ja, bei mir werdet ihr alle möglichen Bücher sehen auf dem Kanal. Ich lese nämlich sehr, sehr viel querbeet. Und ja, also meine Lieblingsgenre sind Thriller, Dystopien, da vor allem Jugenddystopien, aber auch klassische Dystopien. Und ja, Jugendbücher lese ich gerne auch mal. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal meine Lieblingsbücher. Dazu gehört unter anderem Harry Potter, wie wahrscheinlich bei vielen Booktubern. Ich zeige euch hier mal die illustrierte Ausgabe stellvertretend. Ja, also Harry Potter hat definitiv mein Leseverhalten verändert und ja, spätestens ab da war ich eine Leseratte. Dann vielleicht einer meiner Lieblingsthriller, der mich zum Thrillerlesen überhaupt erst gebracht hat. Und zwar von Joy Fielding, Lauf, Jane, Lauf. Ja, Joy Fielding ist eine meiner Lieblingsautoren. Ihr werdet wahrscheinlich das eine oder andere Buch auf meinem Kanal von ihr finden. Dann eins meiner neuen Lieblingsbücher, das ich dieses Jahr erst entdeckt habe, und zwar Verliebt in Mr. Daniels von Brittany C. Sherry. Wirklich eine absolute Empfehlung von mir. Es geht so ein bisschen in den Bereich New Adult, aber nicht komplett. Es ist definitiv viel tiefgründiger als andere New Adult Romane. Deswegen, ja, eine absolute Empfehlung von mir, und ich bin so froh, dass ich dieses Buch dieses Jahr entdeckt habe. Dann meine absolute Lieblingsjugenddystopie ist definitiv Die Tribute von Panem. Ja, ich habe sogar über diese Trilogie meine Abschlussarbeit geschrieben, zumindest teilweise. Ja, ich finde die Jugenddystopie einfach unvergleichlich, und ja, ich denke, dass alle nachkommenden Jugenddystopien irgendwie auf Die Tribute von Panem zurückgreifen. Ja, aber meine klassische Lieblingsdystopie ist 1984, auch die war Teil meiner Abschlussarbeit. Und ja, ich habe mich lange damit beschäftigt, und diese beiden Dystopien gehören definitiv zu den Highlights meines Leselebens. Was ich sonst noch gerne mache, ich beschäftige mich sehr, sehr gerne mit Sprachen. Also Sprache ist wirklich etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich schreibe selber sehr gerne, und ja, mich interessiert immer alles, was mit fremden Kulturen zu tun hat und anderen Sprachen, weshalb ich auch Bücher in der Richtung sehr, sehr toll finde. Und ja, falls ihr da irgendwie einen Tipp für mich habt, ein Buch, was ich unbedingt gelesen haben soll, was fremde Kulturen behandelt oder andere Sprachen behandelt, ja, da würde ich mich über jeden Tipp auf jeden Fall freuen von euch. Ich habe mich dann zum Beispiel auch für internationale Studenten eingesetzt an der Uni damals und habe Events organisiert für die, und dadurch bin ich halt auch mit verschiedenen Sprachen in Kontakt gekommen, und das macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ansonsten gehe ich noch sehr, sehr gern zum Sport, und wie ich schon gerade gesagt habe, ich schreibe sehr, sehr gerne, treffe Freunde, gehe auch mal gerne ins Kino und ja, was man halt so macht. Und ich schaue auch sehr, sehr gern Serien. Meine Lieblingsserie ist ja eigentlich Gilmore Girls, und ich freue mich sehr, 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 dass gerade eine neue Staffel auf Netflix angelaufen ist.
Ansonsten schaue ich noch gern Game of Thrones. Ja, ich habe irgendwie gerade Emergency Room für mich entdeckt. Da gibt es ja nur 15 Staffeln. Aber naja, besser spät als nie. Ach ja, und nicht zu vergessen, meine neue Lieblingsserie ist This Is Us. Gibt es noch nicht auf Deutsch, aber wird, glaube ich, auch in Deutschland ein absoluter Erfolg sein. Also die Serie ist wirklich der Hammer. Ich bin da gerade auf dem aktuellen Stand und wünschte mir, es würde schon die ganze Staffel geben. Jetzt sage ich auf jeden Fall nochmal Danke, liebe Steffi. Ja, und ich hoffe, dass ich einige Zuschauer auf meinem Kanal wiedersehen werde. Ich würde mich da wirklich sehr drüber freuen. Hinterlasst mir dann doch einfach mal einen Kommentar, sagt einfach mal Hallo. Und ja, bis dahin sage ich Tschüss. Und dann folgt auch schon Carina vom Kanal Sally Skellington, eine Booktuberin, die mir lange Zeit unter meinen Videos als Kommentatorin aufgefallen ist und wir einen sehr regen und tollen Austausch hatten unter meinen eigenen Videos und sie dann eben auch gesagt hat, hey, jetzt mache ich auch Videos und ich natürlich auch ziemlich zeitnah dann bei ihr vorbeigeguckt habe und mittlerweile ihre Videos wirklich genieße, gerne anschaue. Ich mag auch hier die ruhige Art sehr gerne. Dieses extrem Positive, wie eben über Bücher gesprochen wird, diese Leidenschaft, die man im Funken spürt und ich könnte da wirklich noch viel, viel mehr Videos angucken und ich finde auch einfach den Austausch immer sehr schön, auch wichtig, wie ich finde, dass man sich eben unter Videos durch Kommentare austauscht, über Instagram, über Facebook, egal, wo man eben vertreten ist und da eben einfach dieses Community-Gefühl hat und ein wenig stärkt. Und das schafft für mich Carina auf jeden Fall und natürlich darf sie sich auch kurz selbst vorstellen. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Carina vom Kanal Sally Skellington und ich bin eine Booktuberin aus Leidenschaft. Sprich, ich habe das Hobby Lesen und möchte das auch mit euch teilen. Darum habe ich einen Booktube-Kanal gemacht, der heißt Sally Skellington. Einfach nur, weil ich großer Fan von The Nightmare Before Christmas bin. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und ja, Sally ist ein Charakter, den ich sehr, sehr gerne mag. Und ich hatte damals sogar noch rote Haare, genauso wie Sally. Und deswegen habe ich mich einfach mal so genannt. Was mich gewundert hat, dass der Name noch frei war. Aber umso besser für mich. Und auf meinem Kanal findet ihr natürlich Rezensionen, Neuzugänge, Lesemonate und alles, was mit Büchern zu tun hat. Im Bereich Fantasy, Thriller, Dystopien, Erotik, also da bin ich eigentlich querbeet durch. Ich mache auch gerne für Kochbücher Rezensionen, falls euch denn sowas interessiert. Ich bin da begeistert davon, was es alles gibt. Und da sind eigentlich ja meiner Leselust keine Grenzen gesetzt. Es gibt jetzt nichts, was ich nicht lese, außer jetzt vielleicht so Heimatromane oder sowas. Aber ansonsten, ja, bin ich von allem begeistert, was ich so in die Finger kriege, was sich lesen lässt. Und es sind nicht nur Büchervideos auf meinem Kanal vorhanden. Ich mache auch gerne Unpackings, sofern ich von irgendwas eine Box bekomme. Sei es von Rebuy, das auch mit Büchern zu tun hat. Oder irgendwelche Schmink-Beauty-Boxen oder irgendwelche Nerd-Boxen. Da bin ich immer gerne dabei und zeige euch das mit und freue mich mit euch zusammen über die Sachen, die ich da eingekauft habe quasi. Demnächst wird es wahrscheinlich auch ein paar Follow-Me-Arounds geben, je nachdem, wie ich das hinbekomme. Und außerdem gibt es auch noch ein paar Aufgebraucht-Videos. Also sowas finde ich auch immer ganz interessant und Hauls. Und ich bin da eigentlich mit ja, ziemlich weiten Spektrum auf meinem Kanal. Aber es geht hauptsächlich natürlich um Bücher. Denn das wollte ich von Anfang an machen. Und das macht mir auch riesigen Spaß. Ich bin so glücklich, dass ich so viele tolle Menschen kennengelernt habe. Auch dich, liebe Steffi. Ich danke dir schon mal herzlich, dass ich hier mitmachen darf und dass ich meinen Kanal vorstellen darf. Denn ich finde, Booktube schweißt zusammen und man findet viele Leute, die einfach das gleiche Hobby haben, mit dem man sich unterhalten kann über Bücher und die oft auch der gleichen Meinung sind und man sich darüber freuen kann oder mit anderen zusammen lesen. Es macht einfach unheimlich viel Spaß und ich bin froh, dieses Hobby gefunden zu haben. Und ja, das war's von mir. Und nochmal vielen Dank, liebe Steffi, und wir sehen uns hoffentlich auf meinem Kanal. Ciao! Und ich glaube, der
der Jüngste heute im Bunde ist Calvin vom Kanal Federnerd. Auch jemand, der mir, glaube ich, erst durch Kommentare bei mir selbst aufgefallen ist. Und das ist ein unglaublich junger YouTuber, Booktuber, 14, 15. Ich glaube, er verrät es dann in seinem Vorstellungsvideo. Und hier mag ich einfach die Sicht, die er einfach so als Jugendlicher auf die Bücher und die Literatur und auf gewisse Themen lenkt. Und auch wenn da 20 Jahre grob dazwischen liegen, ist natürlich nicht jedes Buch, das er liest, was etwas, wo ich sage, das ist ein Must-Read für mich. Aber ich mag einfach, wie er die Sicht auf die Bücher hat und wie er sich dann auch den Themen innerhalb des Buches und den Inhalten einfach nähert, mag ich unglaublich gerne. Und natürlich kommt da auch einfach nochmal die Sicht von einem jungen Mann einfach auf die Welt, auf die Buchwelt sozusagen dazu, was ich sehr gerne gucke und auch sehr schätze. Und ich mag auch seine Hangouts und ich mag auch den Austausch unter den Kommentaren sehr, sehr gerne. Und jeder, der vielleicht von meinen Zuschauern, von euch sozusagen auch einfach ein bisschen jünger ist und sagt, hey, so Jugendliteratur, da fühle ich mich zu Hause. Ich denke, der ist auf jeden Fall bei Calvin richtig. Und auch hier natürlich das kurze Vorstellungsvideo. Hey, liebe Steffi-Zuschauer und Steffi, jetzt erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich. Ja, danke. Ich bin der Federnerd, mit richtigen Namen heiße ich Calvin, ich bin 15 Jahre alt und somit bin ich noch Schüler an einem Gymnasium. Mein absolutes Lieblingsbuch ist Jonah von Laura Newman. Ich feiere dieses Buch einfach so dermaßen, um das jetzt mal im jugendlichen Sprachstil auszudrücken. Außerdem lese ich am liebsten Jugendbücher, Fantasybücher und Thriller, die man auch wirklich alle in meinen Videos finden wird. Neben dem Lesen gehe ich übrigens, oder ich versuche es zumindest, zweimal pro Woche Springreiten zu gehen. Außerdem spiele ich Theater und im Sommer gehe ich öfters mal mit einem Kumpel angeln. Das sind so die Sachen, die ich neben BookTube und dem Lesen in meiner Freizeit mache. Des Weiteren bin ich ein totaler Serienjunkie. Ich liebe beispielsweise die Serie Sherlock. Also ich freue mich schon riesig auf die vierte Staffel. Und natürlich schaue ich auch ganz viele andere Serien. Ich habe auch vor, davon oder darüber Videos zu drehen, habe es aber bisher noch nicht geschafft. Ihr könnt ja gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich würde mich wirklich mega drüber freuen. Wenn ihr dann auch mal ein paar Kommentare oder sowas da lasst, dann können wir gerne uns über Bücher und Serien unterhalten. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wie ich das schon ein paar Mal gesagt habe jetzt. Außerdem bin ich ein Riesenfan von Pen-and-Paper-Rollenspielen, wie man das jetzt mal hier in verkürzter Fassung sieht. Und natürlich, wie sollte es anders sein, von Harry Potter. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen Video und nochmal danke an Steffi. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht auf meinem Kanal. Tschüss! Und nun kommen wir schon zur lieben Denise vom Kanal Buchgeflüster, einer YouTuberin, die ich mit einem ganz merkwürdigen Zufall kennengelernt habe, als sie noch gar keine YouTuberin war, sondern nur eine Zuschauerin von mir. Denn ich habe, es sind jetzt glaube ich 2 Jahre her, ja, ich würde sagen, es war 2014, habe ich einen Kaufalarm bei Rebuy für eine DVD erhalten, für eine Weihnachts-DVD. Und zwar, jede Frau braucht einen Engel mit Gary Grant. Ein Film, auf den ich lange gewartet habe in Rebuy und habe dann ein Rebuy-Unpacking gemacht. Und die liebe Denise hat darunter kommentiert, Mensch Steffi, ich glaube, du hältst gerade meine DVD in Händen, die ich vor ein paar Wochen im Grunde bei Rebuy verkauft habe. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und sie hat dann auch selbst mit einem YouTube-Kanal angefangen, hat zwischendrin jetzt mal pausiert und wir haben uns dann auf der Leipziger Buchmesse 2015 kennengelernt und ich verdanke ihr ein tolles, langes Wochenende auch in Berlin. Und sie selbst ist dann jetzt umgezogen, endlich in der Stadt, glaube ich, komplett wohnhaft angekommen. Sie ist jetzt nach Wiesbaden gezogen und ich freue mich wirklich sehr, dass regelmäßig von ihr Videos kommen, weil ich auch ihren speziellen Buchgeschmack unglaublich gerne mir ansehe, auch schon so manchen Buchtipp daraus gezogen habe und ich einfach auch dieses sehr erwachsene und kritischen Blick auf die Buchwelt sozusagen unglaublich gerne mag. Und ja, ihr solltet unbedingt mal bei Denise vorbeischauen und hier natürlich auch kurz ihre Vorstellung. Hallo liebe Steffi und hallo liebe Zuschauer vom Kanal Lady of the Books.
Ich freue mich total, dass ich heute einer von Steffis Geheimtipps sein darf. Vielen, vielen Dank, liebe Steffi, dass ich mich hier kurz vorstellen darf. Mein Name ist Denise, ich bin 29 und ihr findet mich auf meinem Kanal Buchgeflüster. Ja, und wie der Titel schon verrät, dreht sich bei mir alles rund ums Thema Lesen und Bücher. Ich lese hauptsächlich zeitgenössische Romane. Da war in 2016 definitiv ein Jahreshighlight für mich von Shida Basyar, Nachts ist es leise in Teheran. Übrigens auch ein Buch, das ich von der lieben Steffi geschenkt bekommen habe. Hier geht es um eine Familie, die Ende der 70er Jahre aus dem Iran, und zwar nach der iranischen Revolution, nach Deutschland flüchtet und eben um ihr Leben als Flüchtlingsfamilie, wie sie sich in Deutschland integrieren und wie die Kinder hier aufwachsen. Ja, dann lese ich auch sehr gerne Klassiker, die ich immer wieder mal vorstelle. Und einer meiner Lieblingsklassiker ist von Graham Greene, Der stille Amerikaner. Hier geht es um eine Dreiecksgeschichte zwischen einer jungen Vietnamesin, einem Engländer und einem Amerikaner. Und das Ganze spielt im Indochina-Krieg. Ja, ab und zu stelle ich euch auch Gedichtbände vor und meine Lieblingsdichterin ist auf jeden Fall Mascha Kaleko. Hier habe ich jetzt den Sammelband Sei klug und halte dich an Wunder. Ja, und was mir auch ganz doll am Herzen liegt, ist, die unabhängigen Verlage, also die Indie-Verlage zu unterstützen. Und zwar nicht nur aus reiner Nächstenliebe, sondern, um ehrlich zu sein, aus purem Eigennutz. Denn ich finde, dass die unabhängigen Verlage auch wundervolle Bücher mit wundervollen Geschichten herstellen und beziehungsweise publizieren. Und ja, ich freue mich dann immer, wenn ich so einen Schatz für mich entdecke und den auch mit euch teilen kann. Hier ein Roman aus dem Dittrich Verlag, und zwar Schlüsselmädchen von Lindita Arapi. Hier geht es um die Frauen in Albanien und ja, ganz zum Schluss noch ein Kinderbuch, das ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar Wer knuffelt mit Paulchen von David Melling. Eins meiner liebsten Bilderbücher, denn ich bin ein totaler Kinderbuchfreak. Ich habe um die 300 Kinderbücher und auch von denen werde ich euch öfter mal eins in die Kamera halten auf meinem Kanal. Ja, ansonsten gehe ich sehr gerne auf Buchevents, wo ich euch immer mal wieder mit der Kamera mitnehme und vlogge. Zum Beispiel war ich auf der Mainzer Buchmesse der unabhängigen Verlage oder beim Stadtlesen. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mal auf meinem Kanal vorbeischaut und wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß mit Steffis Video. Bis dann, tschüss! Und last but not least habe ich nochmal einen männlichen Booktuber für euch, und zwar einen relativ neuen Booktuber, der noch gar nicht so lange Videos selbst macht, aber schon immer fleißig kommentiert hat. Und zwar ist das Ben vom Kanal Ben Millennium, der, ja, ich glaube wirklich noch gar nicht so lange dabei ist, ein paar Videos hochgeladen hat und mir aber einfach durch den tollen Austausch unter meinen eigenen Videos aufgefallen ist, der ja auch sich immer wieder freut, wenn es bei mir auf dem Kanal um Autoren geht, denn er selbst hat wohl auch den ein oder anderen Entwurf zu Hause rumliegen, wie ich so herausgehört habe. Und ja, wir haben einen sehr regen Gesprächskontakt, auch via Facebook und WhatsApp, und ja, können uns da wunderbar austauschen über verschiedensten Themen. Wir merken, dass wir doch auch immer mal wieder einen sehr ähnlichen Geschmack haben, was ich wirklich natürlich dann auch gerne mag, wenn ich selbst, ja, natürlich die Videos gucke, wenn ich da meinen Geschmack wiedersehe und mich dann noch mehr begeistern lassen kann. Und das schafft Ben auf jeden Fall, und ja, hier natürlich jetzt auch sein kurzes Vorstellungsvideo. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben und vielen, vielen Dank, Steffi, dass ich bei deinem tollen Buchformat mitmachen kann oder beziehungsweise deinem Kanalformat, die Vorstellung für Booktuber. Ich finde es super, super klasse, diese Idee, und ich fühle mich wirklich geehrt, dass ich mitmachen darf und kurz die Möglichkeit habe, mich und meinen Kanal vorzustellen. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin Ben, ich lebe in Berlin, komme aber nicht gebürtig von hier, bin zugezogen quasi zum Studium, und seitdem ich das Studium beendet habe, habe ich wieder viel Zeit für meine Leidenschaft gefunden, nämlich für das Lesen. Und ich bin schon immer ein YouTube-Fan gewesen, habe YouTube für viele Dinge genutzt, auch für Studium, um mir Motivationsvideos anzugucken oder eben auch, um mir einfach Sachen dort erklären zu lassen, weil YouTube eine große Vielfalt hat.
Und da habe ich natürlich auch das Booktuben entdeckt und bin stark dort hängen geblieben und habe mir viel Inspiration geholt. Ich bin ein Leser, der sich leicht und gerne begeistern lässt für verschiedene Bücher, und deswegen habe ich mir auch schon viele Bücher gekauft, die hier von verschiedenen Booktubern unter die Lupe genommen wurden oder empfohlen wurden, und das fand ich einfach richtig klasse. Und auf meinem Kanal wird es natürlich deswegen auch um Bücher gehen. Es wird vorwiegend um Jugendbücher gehen. Ich möchte Bücher vorstellen, die vielleicht schon älter und noch unbekannter sind, aber die es trotzdem wert sind, gelesen zu werden. Es wird auch um andere Buchformate gehen, beziehungsweise Genres. Thriller, Krimis, wofür ich vielleicht nicht so ganz so bin, sind so Liebesgeschichten. Das fällt jetzt nicht so in mein Gebiet. Ja, ansonsten ist es ziemlich breit gefächert. Es geht von historischen Romanen über Thriller, Krimis, über durchaus auch Komödien, also Comedy-Bücher, bis hin zu Fantasy- und Horrorbüchern. Und ja, ich freue mich, die Bücher vorstellen zu können, teilweise auch Rezensionen abzugeben. Ich werde oder plane in meinen Booktuber-Kanal Vlogs und auch Videos über das Thema Schreiben, denn auch ich bin, wie viele Booktuber, ein Hobbyautor und werde vielleicht auch mal meine Geschichten vorstellen, beziehungsweise wie ich an Schreiben rangehe und was ich da für Erfahrungen gesammelt habe. Ja, und es wird auch bei mir ein Format geben ab Januar nächsten Jahres, und das wird heißen, verflixter Buchtitel wird es heißen, und da wird es darum gehen, ich werde auf irgendeine Art und Weise einen Buchtitel für euch beschreiben. Vielleicht werde ich an irgendeinem Ort sein, der markant ist für ein bestimmtes Buch, dann werde ich noch Tipps hinzufügen. Und wer diesen, oder wenn ihr diesen Buchtitel kennt, dann schreibt ihn unten in die Kommentare und dann könnt ihr dieses Buch gewinnen. Und dieses ganze Format werde ich aber noch einmal vorstellen. Das kam mir einfach so in den Kopf. Ich fand es eine gute Idee und dachte, das mache ich ab Januar. Ja, ansonsten bin ich eher ein Leser der langsamen Sorte. Das heißt, wenn ich einen Lesemonat mache, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das mache, oder eher quartalsweise, weil sich da mehr lohnt, weil ich einfach nicht so viele Bücher im Monat schaffe zu lesen. Ja, ich bin da mal ganz erstaunt bei anderen, finde es auch toll. Und aber leider bin ich nicht so schnell. Ja, und das ist eigentlich so das zu mir und zu meinem Kanal. Und ich hoffe, ihr schaut mal vorbei. Ich würde mich riesig freuen. Und ich freue mich natürlich auch immer mit euch zu diskutieren und auch mit den anderen Booktubern, und freue mich auch riesig auf die nächste Buchmesse, weil da möchte ich auf jeden Fall hin, um so viele wie möglich von euch und den Booktubern persönlich kennenzulernen. Ich finde, es ist eine ganz tolle, starke Community, die mir sehr familiär erscheint, weswegen ich mich schlussendlich auch dafür entschieden habe, meinen Kanal zu gründen, der noch sehr, sehr jung ist. Der ist gerade mal ein paar Wochen alt, und deswegen bin ich auch noch ein absoluter Noob und Neuling auf diesem Gebiet, was auch dafür spricht, dass meine Videos noch nicht wirklich sprachlich so flüssig sind, wie sie vielleicht bei anderen sind. Ich hoffe, das wird sich noch verbessern. Aber auf jeden Fall, ja, das war es eigentlich zu mir, und ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr mal vorbeischaut. Und es wird demnächst auch ein Autoreninterview bei mir geben, da freue ich mich schon riesig drauf, das kann ich noch dazu sagen. Ja, und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Vorstellung der anderen Booktuber, die hier jetzt wahrscheinlich noch vorgestellt werden, und schaut auf jeden Fall auch mal bei denen vorbei. Und vielen Dank nochmal, Steffi, dass ich mitmachen durfte. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Macht's gut. Ciao. Und das waren sie nun auch, die Best Six sozusagen, die jetzt erstmal diese Reihe vervollständigen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob es nochmal irgendwie ein Booktube-Geheimtipps-Video geben wird. Vielleicht irgendwann immer mal so ein, zwei Mal im Jahr. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Jetzt habe ich sozusagen meine Geheimtipps erstmal alle an euch weitergegeben. Und ich hoffe, ihr hattet auch diesmal wieder Spaß. Habt vielleicht den oder die neuen entdeckt, wo ihr sagt, hey, danke.
danke für den Tipp. Dann natürlich auch gerne in die Kommentare, wenn ihr natürlich selbst auch noch BookTube-Geheimtipps habt und sagt, hey Steffi, vielleicht kennst du den oder die noch nicht, schau auf jeden Fall mal vorbei. Dann freue ich mich darüber natürlich auch in den Kommentaren. Und ja, wenn ihr den Sechsen natürlich einen lieben Gruß von mir in den Kommentaren ausrichtet, wenn ihr auf ihren Kanälen ankommt, würde ich mich natürlich auch mega darüber freuen. Die anderen Videos, die ersten drei sozusagen, findet ihr natürlich auch in der Infobox. Sollten das euch noch nicht genug BookTube-Geheimtipps gewesen sein, dann findet ihr da auf jeden Fall noch ein paar andere. Und ich danke jetzt allen, die diesmal dabei waren, gerade für das Winke-Video, was ja doch zu... Ja, nicht Unmut ist, glaube ich, zu viel, wo sich, glaube ich, alle irgendwie ein bisschen dämlich vorkamen und dann auch schon gefragt haben, ob ich selbst schon mal 30 Sekunden gewunken habe. Und nein, das habe ich nicht. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und ich danke auf jeden Fall fürs Dabeisein. Ich danke euch natürlich fürs Zusehen und dass ihr die BookTube-Community auf jeden Fall zu einer positiven und schönen Welt für mich macht. Und ich hoffe, dass jetzt einfach auch ein bisschen Ruhe in diese BookTube-Welt einkehrt und wir im neuen Jahr dann einfach wieder ein bisschen mehr miteinander sind als gegeneinander. Und dass es einfach viel mehr dieser Videos geben sollte, wo man sich gegenseitig einfach empfiehlt und auch irgendwie gut findet. Es soll natürlich nicht geheuchelt oder sowas sein, das meine ich damit gar nicht, aber dass man eben einfach die, die man gerne hat und bei denen Videos man sich wohlfühlt, das dann eben auch einfach raus in die Welt schreit und eben einfach das Positive einfach mehr sieht als das viele Negative, denn die Welt ist einfach negativ genug und das müssen wir, denke ich, nicht hier in diese Community so mit hereinbringen und dann auch noch breit treten. Und ja, ich hoffe, das sehen einfach ein paar auch so wie ich und dass das neue Jahr einfach ein bisschen netter und respektvoller wird. Und ja, in diesem Sinne denke ich jetzt auch genug philosophiert. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen, wünsche den Sechsen, die ich heute vorgestellt habe, natürlich weiterhin viel Spaß beim Videodrehen und hoffe, ihr hattet Spaß und ja, lasst es euch gut gehen. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi. Lots of